Im Auftrag der Berliner Staatsanwaltschaft untersucht Kriminaldirektor Heinz Jankowiak damals kriminelle Machenschaften rund um die Treuhand. Jankowiak und seine Sonderermittlungsstelle ZERF verfolgen hunderte von Fällen sogenannter Vereinigungskriminalität, auch den Fall WBB. Wenn ich eine Chance auf dem Markt habe, dann ist es nicht nur der Ertragswert, sondern dann muss ich auch die Mittel, die vorhanden sind, berechnen. Und das hat die Staatsanwaltschaft in diesem Fall hier ganz genauso gesehen. Denn die Wärmeanlagenbau hatte Aufträge. Die Wärmeanlagenbau hätte bei ordentlicher Führung durchaus auch einen Ertrag bringen können. Unter diesen Gesichtspunkten halte ich das für unmoralisch, nur den Ertragswert zu betrachten. DDR-Seilschaften und westdeutsche Spekulanten verbünden sich. Im Fall WBB kungeln die Geschäftsführer mit einem Kaufinteressenten aus dem Westen, rechnen den Wert der Firma systematisch klein. Von all dem erfährt die Belegschaft erst später. Dir wurde geschwindelt bis zum Gehtnichtmehr. Und wir hatten von der Geschäftsführung die Anweisung, diese Bewertung möglichst niedrig durchzuführen. Und an dem Beispiel des Bauwagens sieht man das eigentlich auch. So ein Bauwagen kostete mal 20.000 bis 25.000 Mark der DDR. Und mit der Wende und der Bewertung der Firma war es im Bauwagen eben nur noch eine D-Mark wert. Und da hatte ich eben das Gefühl, hier wird ganz bewusst das Unternehmen runtergerechnet. Er profitiert davon. Der westdeutsche Geschäftsmann Michael Rottmann. Für den Wärmeanlagenbau mit 1200 Beschäftigten und wertvollen Immobilien zahlt er gerade einmal 2 Millionen Mark. Rottmann verspricht Großes. Mit modernster Technologie und hochspezialisierten Mitarbeitern Kraftwerke wie Brötchen herstellen. Rottmann kauft den Großbetrieb WBB über eine kleine Schweizer Firma. Die Chematec AG. Die ist in der Energiebranche völlig unbekannt, residiert zeitweise in einem unscheinbaren Wohnhaus. Wie überprüft man einen Kaufinteressenten wie die Chematec AG aus der Schweiz? Gute Frage. Im Endergebnis würde das bedeuten, dass man 8.000 Käufer, und nachher waren es ja sogar 14.000 Käufer, weil die Unternehmen aufgespalten wurden, da hätte man zu jedem Käufer hinfahren müssen und den mit einem Team überprüfen müssen. Aber diese Prüfung war faktisch unmöglich. Wir waren nicht ausgestattet dafür. Die Treuhand hat uns in einer Besprechung mal gesagt, dass sie zu gründlichen Überprüfungen teilweise gar nicht in der Lage sind, weil der politische Druck, schnell zu handeln und abzuwickeln, was abzuwickeln war, dazu geführt hat, dass man bei Überprüfungen verhältnismäßig großzügig sein musste. Und da sind dann bestimmt auch Dinge durchgerutscht, die hätten gründlicher geprüft werden müssen. Und so fällt der Treuhand auch nicht auf, dass der Käufer nicht einmal mit eigenem Geld bezahlt. Die WBB-Geschäftsführung zahlt an Chematec für Beratungsleistungen 2 Millionen D-Mark. Von diesem Geld kauft Chematec WBB. Die neuen Eigentümer vergeben aus dem WBB-Vermögen Kredite in Millionenhöhe. 43 Millionen an eine Firma in der Schweiz. Weitere 39 Millionen an eine Liechtensteiner Firma. Danach ist WBB zahlungsunfähig. Rottmann wickelt das Unternehmen ab, entlässt die meisten Beschäftigten. Dann verkauft er die WBB-Immobilien. Für die Firmenzentrale in bester Lage in Berlin und für die Produktionsstätten erzählt Rottmann stolze 147 Millionen D-Mark. Die Treuhand hatte die Gebäude als relativ wertlos eingestuft. Rottmann kassiert, setzt sich ins Ausland ab. Es ging nur darum, das Unternehmen auszuhöhlen, ja, die Immobilien zu verkaufen, das Geld rauszuziehen. Und da der Personalabbau so rasant weiterlief, war das völlig klar erkennbar. Also es gab kein unternehmerisches Interesse, dass ein Betrieb wie Wärmeanlagenbau vernünftig weitergeführt werden sollte. Der Mann, dem die Treuhand den Wärmeanlagenbau anvertraut hatte, kann sich 14 Jahre lang im Ausland verstecken und der Verhaftung entziehen. Erst viele Jahre später wird Rottmann in England gefasst und im Dezember 2009 in Berlin zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen Untreue verurteilt.
Die Firmengelder, fast 200 Millionen D-Mark, bleiben verschwunden. Weber, Stefan und über 1200 Kollegen verlieren damals ihre Jobs. Und auch einen Teil ihrer Renten. Die werden um 10-15% gekürzt. Die Treuhand hatte WBB nicht als Produktionsbetrieb, sondern als reinen Dienstleister eingestuft, zum Nachteil der Ingenieure. Die Erklärung der Treuhand, dass WBB kein Produktionsbetrieb war, hat ja bis in die heutige Zeit reichende negative Auswirkungen für die Beschäftigten. Die Ingenieure bekommen nicht die ihnen zustehende Ingenieursrente in der Höhe, wie das nach Einigungsvertrag und nachfolgenden Rechtsvorschriften eigentlich sein müsste. Den Menschen wird dieser Rentenanteil vorenthalten bzw. dauerhaft gestrichen. Wie WBB werden ab 1990 auch überlebensfähige, volkseigene Betriebe verramscht, ausgeplündert, abgewickelt. Nach der D-Mark-Einführung halbiert sich die Industrieproduktion Ostdeutschlands in nur wenigen Wochen. Im März 1991 sind von ehemals 6 Millionen Werktätigen in Ostdeutschland bereits 2,5 Millionen arbeitslos. Die Treuhand gerät immer stärker in die Kritik. Auch Helmut Kohl, Kanzler der Einheit, bekommt den Zorn der enttäuschten Ostdeutschen am eigenen Leib zu spüren. Am 1. April 1991 wird Treuhandpräsident Rohwedder erschossen. Der Mörder entkommt unerkannt. Als Täter werden die RAF-Terroristen vermutet. Das Attentat wurde bis heute nicht aufgeklärt. Neue Treuhandchefin wird die niedersächsische CDU-Politikerin Birgit Breuel. Es ist eine völlig sinnlose Tat gewesen. An der Arbeit, an den Ergebnissen wird sich nichts ändern, weil wir in seinem Sinne weiterarbeiten werden. Die neue Treuhandchefin beschleunigt sogar noch das Tempo bei der Privatisierung und Abwicklung der ostdeutschen Firmen. Breuel ist sich mit der westdeutschen Industrie einig, es geht nicht anders. Im Nachhinein war es alternativlos, die Treuhandanstalt mit der Aufgabe, so schnell wie möglich zu privatisieren. Das war das Credo von Rohwedder, das war das Credo von Birgit Breuel. Das ist dann auch durchgezogen worden, mehr oder weniger. Natürlich auch mit einigen Fehlentscheidungen oder einigen Gelegenheiten, wo sich mehr oder weniger Gauner der Sache angenommen haben. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, gibt es dazu keine Alternative. Und es ist auch gut gelaufen. Ich fürchte, es gab keine Alternative. Die Schwierigkeit ist ja, ich habe es ja vorhin auch gesagt, dass der Kapitalismus im Kommunismus landet. Darüber sind Tausende von Büchern geschrieben. Über den umgekehrten Fall nicht eins. Und wir mussten dieses Stück aufführen ohne Partitur, ohne durchdachte Grundlage. Ohne durchdachte Grundlage und anfangs ohne wirksame Kontrolle privatisieren die Treuhandmanager die DDR-Volkswirtschaft im Eiltempo. Für schnelle Firmenabwicklungen bekommen sie sogar Sonderzahlungen. Ein fataler Anreiz zum Plattmachen. Konsequenzen für Fehler und Nachlässigkeiten müssen die Treuhandmanager hingegen nicht fürchten. Denn Finanzminister Weigel hat dafür gesorgt, dass die Treuhandmanager bei Fehlverhalten nicht belangt werden können. Weigel hat auf Wunsch der Treuhand angeordnet, Vorstand und Verwaltungsrat von der Haftung für grobe Fahrlässigkeit freizustellen. Für leichte Fahrlässigkeit gibt es Haftungsfreistellung bis zur Ebene der Referenten. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Theo Weigel. Es war sinnvoll und richtig, diese Haftungsfreistellung zu machen. Wir hätten sonst qualifizierte Leute, qualifizierte Fachleute für dieses hochrisikoreiche Geschäft, für Entscheidungen in kurzer Zeit nicht bekommen. Mit möglichen Folgen dieser Haftungsfreistellung musste sich Kriminaldirektor Uwe Schmidt beschäftigen. Er war damals Sonderermittler für Vereinigungskriminalität. Sein Spezialgebiet, die Übernahme ostdeutscher Kreditinstitute durch westdeutsche Banken. Schmidt untersuchte dubiose Geldbewegungen bei der Ostberliner Handelsbank. Während er noch ermittelte, verkaufte die Treuhand die Handelsbank an die westdeutsche Bank für Gemeinwirtschaft. Und die hatte wenig Interesse an Vergangenheitsbewältigung.
Hier gab es das grundsätzliche Problem, dass unter dem Einfluss der neuen Inhaber oder Anteilseigner auch bei der Herausgabe oder bei der Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden massiv gemauert wurde. Schmidt war der Verschiebung von Millionen durch DDR-Seilschaften auf der Spur. Ihm fiel auch auf, dass die Handelsbank für ungewöhnlich wenig Geld den Besitzer gewechselt hatte. In einem internen Dossier erhebt Schmidts zentrale Ermittlungsgruppe schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung, die für den Bankverkauf verantwortlich war. Mit dem vorzeitigen Verkauf der Mehrheitsanteile an der Deutschen Handelsbank AG hat sich der Bund wesentlicher Möglichkeiten der Vermögensaufklärung benommen. Wir sind jedem Vorwurf nachgegangen. Wir haben nicht nur selber, sondern wir haben auch Rechtsanwaltskanzleien beauftragt, um jedem Vorwurf nachzugehen, jede Haftungsmöglichkeit zu überprüfen. Und die Dinge gehen bis in die heutigen Tage hinein, um nachzuforschen, auf welchem Weg die SED oder andere Netzwerke versucht haben, Kapital außer Landes zu bringen oder es anders zu verwenden. Das heißt, wir sind nicht untätig gewesen. Mit dem Bankendeal sollte sich ein Untersuchungsausschuss beschäftigen. Volker Neumann war Obmann der SPD im Ausschuss. Er wirft der damaligen Bundesregierung vor, die Aufklärung verhindert zu haben. Als auch der Bundesrechnungshof den Bankendeal kritisierte, ignorierte die Regierung einfach die Vorwürfe. In Wirklichkeit wollte man wahrscheinlich nicht, dass wir zusätzliche Informationen herausbekommen, weil im Gegensatz zum Bundesrechnungshof wir ja Zeugen unter Wahrheitspflicht vernehmen können. Wir jede Akte beiziehen können, auch Staatsanwaltschaftsakten. Diese Möglichkeit hat der Bundesrechnungshof nicht. Und diese Angst saß offensichtlich sehr fest bei unseren Kollegen von der Regierungskoalition. So kamen die Geschäfte der westdeutschen Banken nie an die Öffentlichkeit. 1998 stellte der Untersuchungsausschuss seine Arbeit ein. Doch der Rechnungshofbericht enthüllt, wie westdeutsche Banken Milliarden bei der Wiedervereinigung kassierten, als sie sich ostdeutsche Geldinstitute einverleibten. Zum Schnäppchenpreis. Der Rechnungshofbericht enthält Details der Bankendeals, wird darum bis heute geheim gehalten. Zum Beispiel die Ostberliner Stadtbank. Sie ging für lediglich 49 Millionen D-Mark an die Berliner Bank. Der Bundesrechnungshof kritisiert, dass der Kaufpreis zu niedrig bemessen war. Denn die Berliner Bank erwarb damit gleichzeitig Altkreditforderungen von 11,5 Milliarden D-Mark. Und diese Kredite waren bares Geld, kritisiert der Rechnungshof. Schließlich hätte auch die Übernahme des beträchtlichen Altkreditvolumens in den Kaufpreis einfließen müssen. Darüber hinaus waren die übernommenen Forderungen durch den Bund gesichert. Die westdeutschen Banken haben den größten Reibach gemacht, weil sie das gesamte Finanzwesen der DDR mit einem Schlag bekommen haben und damit sämtliche Verbindlichkeiten, also sämtliche Altschulden, die in einer gewissen Weise natürlich unglaublich aufgewertet worden sind durch die Währungsumstellung. Zum Beispiel die Genossenschaftsbank der DDR. Für 106 Millionen D-Mark ging sie an die westdeutsche DG Bank. Wieder zu wenig, laut Rechnungshof. Denn die DG Bank erwarb damit auch Altkredite im Wert von 15,5 Milliarden D-Mark. Eine sichere Einnahme. Denn der Bund garantierte die Rückzahlung dieser Altkredite. Ein Milliardengeschenk. Das ganz Entscheidende ist, dass die Haftung für die Kredite eben nicht bei den Banken lag, sprich bei der Deutschen Bank, sondern die Haftung, soweit es beispielsweise Betriebe betrifft, die Haftung lag bei der Treuhandanstalt. Wenn man so will, war es eine privatisierte Übernahmestrategie, deren Risiken und Kosten sozialisiert worden sind über die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, über die Instanz der Treuhandanstalt. Wir haben die Dinge damals bewertet und haben nichts verschenkt. Im Gegenteil, wir waren doch darauf aus, möglichst viel zu erlösen, denn das lag ja in unserem Interesse. Alles, was wir mehr bekommen haben, hat unsere Schulden und hat unsere Verpflichtungen etwas reduziert. Aber wir brauchten natürlich auch die Banken. Die Bundesregierung reagierte nicht auf die Kritik der obersten Rechnungsprüfer. Und die Treuhandchefin? In ihrem Buch Ohne historisches Vorbild feiert Birgit Breuel eine Treuhandanstalt, die alles richtig gemacht hat. Sie fügt hinzu:
Den Ansprüchen eines deutschen Rechnungshofes konnte die Treuhand aber wohl nie gerecht werden. Naja, das ist das Verständnis von Freihand und nicht von Treuhand. Und genauso hat Birgit Breuel das auch betrieben. Sie hatte freie Hand für diese ganzen Entscheidungen. Es hat ihr niemand in die Suppe gespuckt. Es hat ihr niemand über die Schulter geschaut. Die Fach- und Rechtsaufsicht ist durch das Finanzministerium nicht wahrgenommen worden. Die Bankenprivatisierung hatte für DDR-Industriestandorte verheerende Folgen. Beispiel Eisenhüttenstadt. Einst eine sozialistische Musterstadt. Nach Massenentlassungen im Stahlwerk, dem wichtigsten Arbeitgeber, hat sie heute 40% ihrer Bevölkerung verloren. Die Folge: viele Wohnungen stehen leer, ganze Plattenbausiedlungen werden abgerissen. Ich ging den Tag, als die Backe ankam, runter und zur Mülltonne. Und sah, wie da so ein Stück mitten aus dem Block rausgerissen war. Also das war, naja, schon ein sehr, sehr bedrückendes Gefühl. Es ist ein Stück Vergangenheit, was verloren geht, ne? Das Ehepaar Tiedemann ist 1972 in den Wohnblock in der Nähe des Stahlwerks gezogen. Mit dessen Niedergang leerte sich auch der Plattenbau. Die Tiedemanns gehören zu den letzten 4 von einst 25 Mietparteien. Die Wohnungen für die Stahlarbeiter von Eisenhüttenstadt waren mit staatlichen Geldern erbaut worden. Gelder, die sie auch hier im Eisenhüttenkombinat selber erwirtschaftet hatten. DDR-Kombinate wie das Stahlwerk Eisenhüttenstadt produzieren bis zur Wende mit Gewinn. Den müssen sie an den Staat abführen. Aus diesen Gewinnen fließen von der Staatsbank Gelder an die volkseigenen Betriebe zurück. Für Investitionen, für Betriebswohnungen, Kindergärten und Kulturhäuser. Der Geldkreislauf einer zentral gelenkten Wirtschaft. Verena Rührbach von der Wohnungsbaugenossenschaft macht die Privatisierungspolitik der Treuhand dafür verantwortlich, dass die Wohnungen der Stahlarbeiter heute nicht mehr kostendeckend verwaltet werden können. Die ostdeutschen Wohnungsgesellschaften sind noch heute mit 10 Milliarden Euro Altschulden belastet. Die Altschulden rühren natürlich aus der Wendezeit heraus. Wir haben ja zu DDR-Zeiten für den Wohnungsbau Kredite vom Staatshaushalt erhalten. Das heißt, wir haben keine Kreditverträge, aber der Staat hat die Zinsen, diese Kredite bezahlt. Und zur Wende wurden einfach diese Kredite in unsere Bilanzen einbezogen. Irgendjemand musste sie ja bekommen. Und da wir Eigentümer der Häuser waren, gab das D-Mark-Bilanzgesetz vor, diese Verbindlichkeiten müssen bei den Wohnungsgesellschaften auftauchen. Und dadurch haben wir fiktive Kredite in unseren Büchern, die uns bis heute noch stark belasten. Fiktive Kredite. Denn die Gewinne aus der Stahlproduktion und die Ausgaben für Wohnungen waren in der DDR-Wirtschaft Elemente einer staatlich gelenkten Wirtschaft. Aus Staatskrediten wurden Schulden bei Privatbanken, eine Belastung bis heute. Das Grundprinzip war, dass über den Kredit, über das Geldwesen eine Kontrolle der Wirtschaft stattfinden sollte. Demzufolge war in der Kreditverordnung geregelt, dass jeder Betrieb verpflichtet war, Kredite aufzunehmen, um seine Produktion zu finanzieren. Nach der Währungsunion werden die DDR-Banken privatisiert. Jetzt sollen die Firmen die Staatskredite in harter D-Mark an die Privatbanken mit hohen marktüblichen Zinsen zurückzahlen. Die ehemaligen volkseigenen Betriebe haben plötzlich 177 Milliarden D-Mark Schulden. Schulden, die eigentlich keine sind. Die Schulden vor allem der Kommunen, die entstanden sind durch kommunalen Wohnungsbau, die in der DDR-Bilanz standen, sind im Grunde genommen bei den Kommunen hängen geblieben. Und dies ist ein ganz schwerer Einigungsfehler, der gemacht worden ist. Ich habe damals auch immer wieder darauf hingewiesen. Der Einigungsfehler bestand darin, dass man nicht einen Schuldenschnitt gemacht hat und gesagt hat, so, wir fangen jetzt ganz neu an. Also die Illusion, irgendwelche Schulden sozusagen fortzuschreiben und abzuwickeln, die war ganz, ganz falsch. 38 Jahre haben die Tiedemanns hier gewohnt. Jetzt müssen auch sie raus aus ihrer Wohnung. Ihr Plattenbau wird abgerissen. So haben die ostdeutschen Wohnungsgesellschaften noch immer Milliarden Euro Schulden. Auch für Wohnungen, die es längst nicht mehr gibt.
dass wir Altschulden für etwas bezahlen sollen, was wir gar nicht in Anspruch genommen haben. Bei uns sind eben andere Bedingungen gewesen. Wir haben ja das Land nicht gekauft. In der DDR war das Land staatlich. Und warum haben wir da jetzt Schulden drauf und sollen die jetzt Monat für Monat noch abbezahlen? Also das ist eine Ungerechtigkeit, finde ich. 1994, nach 4 Jahren, beendet die Treuhandanstalt ihre Arbeit. Sie hinterlässt 250 Milliarden D-Mark Schulden. Die werden im Bundeshaushalt als sogenannter Erblastentilgungsfonds verbucht. 2 Drittel davon sind bis heute nicht getilgt. Treuhandchefin Breuel blickt damals dennoch zufrieden auf ihre Arbeit zurück. Heute lässt sie sich dazu nicht mehr interviewen. Übrig geblieben ist ein großer Schuldenberg, der in den Erblastentilgungsfonds versteckt wurde. Und im Übrigen, nicht nur Griechenland kann plötzliches Wunder erleben, dass man hochverschuldet in die Insolvenz gerät. Auch unser Staat hat in dieser Zeit einen enormen Schattenhaushalt angelegt und hat eine Einheit auf Pump hingelegt, die wir alle teuer bezahlen müssen und die uns heute eigentlich bis zum Stehkragen verschuldet hat. Eine ganze Volkswirtschaft wurde umgewandelt. Vom DDR-Sozialismus in die Marktwirtschaft bundesdeutscher Prägung. Die Unternehmen, die aus der Sanierungsmasse gerettet werden konnten, die sind vor allem in die Hände des westdeutschen Unternehmen gegangen, bis zu 85%. Auch ausländische Unternehmen sind dabei. Und wenn wir heute beklagen, dass wir im Grunde genommen in Ostdeutschland keine maßgeblichen Unternehmen haben, deren Zentralfunktion, deren Leitung in Ostdeutschland sitzt und deren Eigentum sich dort auch konzentriert, dann ist das eine Folge dieser Treuhandpolitik gewesen. Vor 20 Jahren kam die D-Mark in den Osten und mit ihr die Marktwirtschaft. Der misstrauen bis heute viele ehemalige DDR-Bürger. Noch immer sieht sich jeder Vierte als Verlierer der Einheit. Dazu hat die Politik der Treuhand wesentlich beigetragen. Sie privatisierte, wickelte ab und lud ein zu einem beispiellosen Beutezug.